Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute habe ich den Subaru Forester E-Boxer, an dem ich euch einmal das Eyesight erklären möchte. Also diese Tasten hier. Die Stereokamera haben wir hier oben sitzen. Die erkläre ich dann auch noch, wie die arbeiten. Und weiterhin möchte ich euch den Forester E-Boxer ein bisschen näher bringen. Dann würde ich mal sagen, ich schnalle mich an und dann fahren wir mal los. Wenn wir den Motor starten möchten, dann müssen wir die Bremse drücken und wenn der Knopf drin leuchtet, können wir starten. Okay, hier sehen wir jetzt die Rückfahrkamera mit dem schönen großen Display. Hier oben können wir noch die Seitenbildkamera sehen vom rechten Rad. Wenn wir jetzt einschlagen, sehen wir in der Rückfahrkamera die orangenen Linien, die uns den Spurverlauf des Fahrzeugs zeigen. Ich fahre jetzt mal auf den Container hinten zu und dann können wir gleich den Notfallkollisionswarner mit Bremssystem testen. Okay, dann fahren wir mal los. Hier oben habe ich noch verschiedene Displays. Die werden hier über die Infotaste gesteuert. Hier sehe ich jetzt einmal den Modus vom Fahrzeug. Also hier fahre ich jetzt rein auf Verbrenner eben, solange das Ganze orange leuchtet. Blau ist meine Batterieanzeige. Wenn ich jetzt ein bisschen aufs Gas gehe, dann tut gleich die Batterie unterstützen über den E-Motor. Jetzt sehe ich hier die Rückkopplung, also die blaue, die Batterie hat kurz aufgeleuchtet und dieses grüne Symbol zeigt die Drehmomentunterstützung. Ich fahre jetzt mal noch ein bisschen langsamer. Ich möchte das Ganze nicht so strapazieren, weil er noch kalt ist eben und ein relativ neues Auto mit 420 Kilometer. Was wir auch machen könnten, wir könnten natürlich auch den Verbrauch mal gleich mitstoppen. Ich möchte mal den Kilometerstand auf 0 stellen. So. Hier vorne haben wir einen Linksknopf. Den kann man schlecht sehen, aber wenn man das Auto selber mal fährt oder so, ist hier ein Knopf, der steht Trip Reset drauf. Und mit Langdruck kann ich hier nullen. Jetzt sehe ich hier nochmal das Symbol eben, also er unterstützt es gerade, wenn ich leicht beschleunige. Jetzt gehe ich wieder in den Verbrennermodus. Und laden würde er zum Beispiel, wenn ich jetzt runter vom Gaspedal gehe. Machen wir jetzt hier. Anstatt jetzt irgendwie über die Automatik gleich zu bremsen oder so, würde ich hier über das Getriebe den E-Motor eben so zu schalten, dass er auflädt. Natürlich wieder aufs Gas geht oder wieder rückkoppeln. Wir können mal kurz noch, jetzt haben wir eine Bergabfahrt, hier sieht man es auch wieder ganz gut. Jetzt können wir mal schauen, wie schnell das Ganze wieder voll wird. Also wir haben schon wieder eine nachgefüllt. So, dann kommen wir mal kurz zum Eyesight zum Erklären. Hier oben habe ich jetzt zwei Knöpfe mal zum Einschalten, Deaktivieren. Also im Moment ist natürlich alles an, ist auch sicher sinnvoll. Rechts habe ich den Notfallkollisionswarner mit Notbremsassistent, dieses Symbol hier. Und hier links habe ich den Fahrspurassistent. Ist aber nur die akustische Hinweismöglichkeit. Das heißt, wenn ich jetzt die Linie überfahren habe, dann würde mir jetzt durch ein Piepen anzeigen, dass ich drüber gefahren bin. Ich warte mal kurz, bis die zwei Autos vorbei sind, um die nicht zu erschrecken. Dann kann ich mal den Streifen kurz ein bisschen überfahren. Jetzt hört man hier schon und sieht auch hier diese orangen LEDs, man sieht es hier links blinken, ich kann noch mal ganz kurz machen. Genau, also man sieht auch gleich, welche Seite überfahren wurde. Und wenn ich das Ganze hier mit Langdruck für 3 Sekunden deaktiviere, bekomme ich jetzt ganz kurz diesen Piep als Rückmeldung. Und wenn ich jetzt hier überfahre, passiert jetzt nichts weiter. Genau, sieht man hier, ich bin drüber gefahren, aber ich will jetzt nichts reklamieren, weil es deaktiviert ist. Schalte ich das Ganze wieder zu, ist es wieder aktiv. Sehe ich auch hier innen an den Leuchten dann. Und wenn ich dann nochmal kurz das Ganze mache. Jetzt müssen wir den Finger rechts links setzen, weil wir jetzt raus wollen noch vorlegen. Ja, also man sieht, der Abzug ist auch recht ordentlich trotzdem. Ich bin zwar jetzt relativ knapp gefahren, ich links neben den Sprinter Mercedes war, aber
Mäuse und Co. haben wir hier gehabt. Jetzt schalten wir hier mal wieder das Ganze zu. Und jetzt sehe ich, wie dieses Symbol eben verschwindet auf der linken Seite. Was wir jetzt auch ganz gut sind, ein bisschen zu spät dran mit dem BMW. Wenn jemand links, rechts überholt, haben wir auch noch einen Radar hinten auf der linken und rechten Seite. In dem Spiegel, wo ja diese schwarze Aussparung ist, wäre das Ganze angezeigt dann eben, wenn ich überholt werde. Jetzt links kommt gleich hier ein Zitron, ich lasse mich ein bisschen zurückfallen. Jetzt sieht man hier genau, jetzt leuchtet das Ganze auf. Okay, dann zum Allseitkurs, wie man das Ganze aktiviert. Ich habe hier die Knöpfe. Hier einmal das Fahrzeug mit diesem Kombi-Instrument. Das ist erstmal zum Aktivieren des Modus. Jetzt sehe ich hier das Fahrzeug wechseln. Und hier links in der Anzeige sehe ich hier das Auto mit dem Kombi-Instrument ready. Das heißt, es ist erstmal scharf geschalten, aber es ist noch nichts eingestellt. Nach unten mit der Taste Set hier stelle ich die Geschwindigkeit ein. Also die letzte gefahrene Geschwindigkeit eben hier die 127 km/h. Hier wird das Ganze auch nochmal digital abgebildet. Erhöhen kann ich das Ganze hier mit Kurzzug um 5 km/h Schritte. Also geht es auf 130 erstmal. Und jetzt weiter hoch auf 135. Mit Langzug kann ich hier auch fein ausnivellieren. Mitgehalten und einfach loslassen, zum Beispiel 137. Genau. Mit diesen beiden Knöpfen kann ich hier einstellen, einmal hier Kurzabstand. Man sieht jetzt hier, wie die Balken nachlassen und hier einen längeren Abstand. Ich lasse jetzt mal einen längeren Abstand, mache ein bisschen mehr Geschwindigkeit, weil der Verkehr heute doch recht gut fließt. Und hier vorne haben wir, glaube ich, gleich ein Fahrzeug vor uns, genau. Schließen wir gleich auf. Das Fahrzeug hat jetzt erkannt, man sieht jetzt, die 150 sind zwar eingetragen, aber er lässt gleich die Geschwindigkeit nach, er lässt jetzt die Geschwindigkeit fallen. Passt sich jetzt diesen Mitsubishi, der vorfährt, an. Sollte ich jetzt links ausscheren, das Ganze mache ich mal, weil keiner hinter mir ist, dann erkennt das Ganze, dass er weg ist und geht hier mit der Geschwindigkeit anschließend gleich wieder hoch. Genau, weiterhin haben wir auch noch die Funktion, wir können auch ganz normal den Tempomat nutzen. Das heißt, wenn ich hier diese beiden Balken-Symbole gleichzeitig benutze, stellt er hier gleich auf den Tempomat um. Genau, jetzt sehe ich dieses Kombi-Instrument ready hier leuchten. Und ich kann, wenn ich hier nach unten drücke, den Tempomat ganz normal jetzt einstellen, ohne Einzeit das Ganze. Jetzt legt ihr auch schon, legen Sie bitte eine Pause ein. Also das Monitoring-System mit der Kamera zeigt hier an, jetzt geht mal ein bisschen an, dass ich eben müde bin. Ich gehe mal hier auf die Bremse und lasse den Audi schnell rein. Wir haben hier auch eben noch eine Kamera mit drinnen. Das Ganze wird erkennen, wenn ich müde bin oder wenn ich jetzt wegschaue. Wir können es ja mal so machen, dass ich kurz wegschaue. Jetzt leuchtet hier gleich auf. Genau, also bitte nach vorne schauen, beschwert er sich jetzt schon eben. Und er erkennt eben auch, wenn ich unachtsam bin. Hätte jetzt zum Beispiel jemand ein Kind auf der Beifahrerseite, würde er eben merken, wenn ich jetzt kurz abgelenkt hinschaue, würde er reklamieren, dass ich eben wieder mich dem Verkehr zuwende. Können Sie mir hier nochmal das Eyesight nehmen? Wenn ich das Ganze umstellen möchte, wieder auf den ganz normalen Eyesight-Modus, dann drücke ich hier einfach drauf und gehe nochmal rein. Und dann hier nach unten auf Set. Dann jetzt die letzte Geschwindigkeit, die 101 km/h, dann stelle ich jetzt wieder auf 120 ein. Und er geht wieder hoch. Jetzt sehe ich auch die grüne Leuchte, kann ich nochmal zeigen hier, genau. Also dieses kleine Head-Up-Display hier innen drin. Das zeigt es auch an, dass er eben das Auto erkannt hat mit dieser grünen Leuchte und es piepst auch kurz wirklich einmal. Genau, was ist noch zu sagen wäre zum aktiven Fahrspurassistent. Hier rechts unten das Symbol, das Auto eben mit diesen zwei Linien. Das erkennt eben die Linien, also die Mittellinie und die rechte Seitenlinie. Und wenn ich das hier reingedrückt habe, im Moment ist er schon aktiv. Und ich würde hier nach links gehen, kein Verkehr ist neben mir. Eben selbstständig leicht gegenlenken. Genau, das Ganze zum Beispiel auch nach rechts noch. Also ganz leicht nach rechts. Genau, was seht ihr eben hier grün, wie er eben nachbessert das Ganze. Jetzt kommt gleich einer von hinten und er sagt jetzt Lenkrad an Steuer eben. Wenn ich das Ganze öfters mache, dreimal oder so, wäre das reklamiert eben in einem kurzen Zeitraum. Und er merkt dann, dass ich die Hände weg vom Lenkrad eben habe. Man kann jetzt eigentlich darauf warten, bis er ausgleicht und dann sich wieder beschwert. Genau, einmal.
So, jetzt sind wir auch an dem Fahrzeug in der Boxermotor, sehr flach verbaut und alles sehr dynamisch. Das ist hier bei niedrigen Schwerpunkten, man kann ja diese scharfe Kurve zum Beispiel mal in die Kurve gehen, mit ziemlich hoher Geschwindigkeit trotzdem noch dynamisch trotz eines SUVs nehmen. Ich würde zum Beispiel 60 km/h in einer doch starken Kurve. Ich schließe jetzt sogar noch auf den Motorradfahrer eben auf. Ich mache noch Boden gut. Das, obwohl ich ja mit einem SUV unterwegs bin. Okay, jetzt kommt die 60er Begrenzung. Jetzt müssen wir natürlich wieder ein bisschen langsamer machen. Was ich noch weitere Sachen habe am Lenkrad hier, ist dieser S&I-Knopf. Hier kann ich die Charakteristik verstellen. Ich habe hier einmal intelligentes Fahren, was ich bisher gemacht habe. Also sparsames Fahren mit einer langsamen Gaspedalbeschleunigung. Und S wäre eben der direkte Kontakt zum Ganzen. Weiterhin gilt auch zu sagen, dass Eiszeit eben, wenn es jetzt stärker regnen sollte oder starker Schneefall wäre oder die Scheibe angelaufen ist, kann auch mal sein, dass es dann eben ausfällt. Das Ganze würde aussehen, wie wenn ich hier die Hand vorhalte. Wichtig ist es hierbei nicht in die Kamera zu lange, das ist extrem empfindlich. Aber jetzt wird hier gleich reklamiert. Im Moment habt ihr nach vorne schauen, weil ich in die Kamera geschaut habe. Und jetzt werde ich hier gleich das Eiszeit deaktivieren. Genau. Also, weiterhin, was mir an dem Auto hier auch gefällt, ist die gute Übersicht. Also ich sehe hier auch die Schnauze vom Fahrzeug. Das heißt, ich habe nach vorne ein gutes Raumgefühl. Was ich auch sehr schön finde, sind hier die Scheiben. Die sind ja ausgespart und nicht einfach hier der Spiegel angebracht an der Seite. Das führt natürlich auch zu einer sehr guten Übersicht. Weiterhin ist natürlich auch der Platz hier wirklich wunderbar. Ich werde auch später noch zeigen, wenn ich aussteige. Ich habe jetzt auch für eine Version für 1,78 Meter das Ganze hier eingestellt. Und ich habe hinten auch wirklich bequem Platz, wenn ich dann anschließend zeige. Das Auto ist auch sehr gut für größere Personen geeignet. Also ich kann das jetzt hier auch wirklich ellenweit nach hinten machen. Ich kann hier da gar nicht ganz ausnutzen, sonst kann ich gar nicht mehr das Gaspedal oder die Bremse treten. War wirklich auch sehr komfortabel für große Personen gemacht. Okay, um weiterhin jetzt halt hier das Eiszeit zu bedienen, habe ich hier die Möglichkeit, über ein Kombi-Instrument auch noch Einstellungen vorzunehmen. Wenn ich hier unten diese Schalter nehme zum Ziehen und hier in dem Menü Eiszeit ziehen lang ziehe, dann komme ich ins Menü, das Kombi-Instrument. Und hier kann ich noch verschiedene Einstellungen vornehmen, wie zum Beispiel im Eiszeit. Mit Ziehen komme ich hier wieder rein. Eine Funktion, wo ich jetzt interessant finde, ist die Beschleunigungsmerkmale der Geschwindigkeitsregelung. Wenn ich hier drauf drücke, kann ich jetzt einstellen, wie das Eiszeit, wenn das Fahrzeug vor mir die Spur verlässt, nachbeschleunigt. Zum Beispiel hier dynamisch, Standard, Komfort oder Eco. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ja, das Fahrzeug vor mir biegt rechts ab und ich wurde vorher von dem vorherigen Fahrzeug auf 95 abgebremst und habe aber 130 einbestellt, würde jetzt im Eco ganz langsam raus beschleunigen. Im Dynamischen eben schnell und genau Standard ist eben die normale Werkseinstellung. Also hier muss ich ein bisschen probieren, was dem Fahrer eben am besten gefällt. Hier noch ganz kurz zu den Symbolen. Dieses EV ist für elektrisches Fahren hier. Also hier kann er jetzt rein elektrisch fahren und dieses Ready hier heißt, dass das System eben bereit ist hier. Wenn ich jetzt rückwärts fahre, dann sehe ich jetzt schlecht, weil die Rückspulkamera an ist, aber ich kann das Ganze nochmal vorwärts machen. Dann fährt er hier wirklich rein elektrisch ohne Verbrennungsmotor. Ich höre auch bloß dieses ganz leichte Geräusch. Vorne ist eben noch ein Lautsprecher verbaut, der, um die Fußgänger zu warnen, ein ganz leichtes Geräusch macht. Das Ganze kann ich auch ausschalten. Hier vorne haben wir einen Knopf. Das Ganze deaktiviert. Und jetzt kann ich das nochmal vorfahren. Genau, jetzt hört man auch, dass dieses Geräusch hier weg ist, wenn ich elektrisch fahre. Das sind hier wirklich nur die Abrollgeräusche auf den Kies hier. Ich fahre nochmal rückwärts, dann hört man, dass dieses Geräusch weg ist. Also nur das leichte Geräusch vom Getriebe eben und vom Kies höre ich hier jetzt. So, weiterhin noch ganz kurz zur Erklärung. Okay, jetzt wollte ich hier noch zeigen, dass wir hier noch massig Platz haben. Das sind jetzt hier schon beim Einsteigen. Ich bin 1,78 groß und bin vorhin hier gefahren. Und hier könnte auch locker jemand mit 1,85 noch ganz bequem einsteigen.
Also kein Problem, wenn hier in dem Fahrzeug vier Erwachsene reisen müssen. Natürlich haben wir auch noch Sitzheizung hinten, Stromversorgung. Also schon ziemlich modern das Ganze hier auch ausgestattet. So, dann war es das Ganze von meinem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielleicht auch ein bisschen genutzt für die Leute, die schon so ein Fahrzeug haben und iSight bedienen wollen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich für einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.